Willkommen in Hallenberg, der südlichsten Stadt im Hochsauerlandkreis, mit seiner historischen Altstadt und vielen Attraktionen. Wir laden Sie ein, sich umzusehen in Hallenberg. Sie werden sehen, es gibt vieles Interessantes, Spannendes zu entdecken. Historisches zum Beispiel. Der Antoniusstein, das historische Rathaus, sie stehen innerhalb des historischen Ortskerns von Hallenberg. Das letzte Stück Ringmauer ist steinerner Beweis für die um 1300 errichtete Stadtbefestigung. Offizielles Gründungsjahr von Hallenberg ist 1231. Rund 5000 Einwohner zählt Hallenberg und die leben gerne hier. Immerhin gibt es hier 52 Baudenkmäler, von denen die meisten im historischen Ortskern zu entdecken sind. Fachwerkhäuser prägen die historische Altstadt. Einst hatte Hallenberg als kurkölnische Grenzfeste gegen Hessen, Waldeck und Wittgenstein eine wichtige strategische Bedeutung. Heute ist es ein Ort mit hoher Lebensqualität. Im Zentrum des historischen Ortskerns der Petrusbrunnen, direkt vor der Pfarrkirche St. Heribert. Hallenberg ist und hat Kultur. Sogar weltweit einmalig ist die Hallenberger Osternacht. Beim Schein von Fackeln und Kerzen schlagen Burschen mit Hämmern und Knüppeln auf alles ein, was Krach macht. Über den Ursprung des Brauchs ist nichts Näheres bekannt, ebenso wenig weiß man, seit wann er existiert. Fest steht, es hat lange Tradition, dass in der Nacht von Karsamstag auf Ostersonntag um Mitternacht die Stadt verdunkelt wird und ein ohrenbetäubender Lärm einsetzt. Dunkelrot leuchtend, über 2,5 Meter hoch überragen die drei Osternachtskreuze eindrucksvoll den lärmenden Zug. Sie tragen das Angesicht und die Wundmale des Gekreuzigten, den Speer, der die Seite öffnete, sowie den Kreuzesgruß »O Crux Ave Spes Unica«, »O Kreuz, einzige Hoffnung«. Die Kreuze befinden sich im Familienbesitz und werden vererbt. Ändert euch, denn der Herr will nun sein Werk vollenden. Sag, kann auch ich teilhaben an dem... Hallenberg ist auch bekannt durch die Freilichtbühne. Tausende begeisterte Zuschauer kommen jährlich in den Sommermonaten zu den Aufführungen. Dabei stammen fast alle Darsteller und Beteiligte hinter den Kulissen aus Hallenberg. Alle 10 Jahre führen die Hallenberger auf der Freilichtbühne die Passion auf. Mitten im Zentrum der historischen Altstadt befindet sich die Pfarrkirche St. Heribert. Ein Blick in das Innere lohnt sich, auch wenn kein Gottesdienst gehalten wird. Thank you.
Unmittelbar neben der Pfarrkirche, ebenfalls mitten im Herzen von Hallenberg, ist der Kump. Das für seine behindertenfreundliche, denkmalgeschützten Räume ausgezeichnete Veranstaltungszentrum bietet vielfältige Informationen über Hallenberg. Moderne Medien in der Dauerausstellung werden ergänzt durch Wechselausstellungen, die man anderswo nicht zu sehen bekommt. Zum Beispiel von Menschen und Mäusen, eine sehenswerte Sammlung von Mausefallen, die Besucher jeden Alters fasziniert. Ebenfalls im Kump das historische Archiv der Stadt Hallenberg. Hier lagern echte Schätze der Vergangenheit in bemerkenswert guter Qualität. In Hallenberg gibt es seit Juni 2010 das wahrscheinlich kleinste Eismuseum Deutschlands. Interessierte können hier die ständige Eisskulpturenausstellung Heimische Wildtiere besichtigen. In dem historischen Gebäude am Ortsrand wurde im Winter aus den Flüssen Nune und Weife Stangeneis gewonnen. Es diente zur Kühlung der Getränke auf Festen und in den Hallenberger Gaststätten. Hallenberg gilt fast schon als Wirtschaftswunder. Im Verhältnis zur Einwohnerzahl hat die Stadt im Hochsauerlandkreis die höchste Beschäftigungsquote in Nordrhein-Westfalen. Weltfirmen sowie mittelständische Unternehmen und Handwerksbetriebe bieten rund 2000 Arbeitsplätze. Das Naturbad gilt als eine der bei allen Generationen beliebten Freizeitattraktionen in Hallenberg. Wer aktiv sein möchte, hat in und um Hallenberg dazu zahlreiche Gelegenheiten. Wandern auf dem Rothaarsteig oder Bergsteigen in der Kletterarena. Die Möglichkeiten, Hallenberg aktiv zu erleben, sind so vielfältig wie die Sehenswürdigkeiten. Zu Fuße des auf 758 Metern Höhe gelegenen Bollerbergturmes befindet sich der zu Hallenberg gehörende Ferienort Hessborn. Dem Kirchturm in der Ortsmitte sagt man das Baujahr 1127 nach. Sehenswert ist die barocke Innenausstattung der St. Goar-Kirche, die größtenteils aus dem ehemaligen Augustinerinnenkloster Glindfeld stammt. Noch wesentlich älter als die Hessborner Pfarrkirche sind die extrem gefalteten Gesteinsschichten im ehemaligen Steinbruch hinter der Schützenhalle. Hier kann man erfahren, wie die Kalksteine entstanden sind, aus denen viele Häuser in Hessborn gebaut wurden. Hessborn ist mit rund 1000 Einwohnern der zweitgrößte Ortsteil von Hallenberg.
Liesen wird erstmals 1313 urkundlich erwähnt. Seit 1975 ist die Perle des Hochsauerlandes Ortsteil von Hallenberg. Hier lebt es sich gut, umgeben von der Natur. Besonders bei Touristen beliebt sind das Tretbecken sowie der mit viel ehrenamtlichen Engagement erstellte Naturweg durch das Liesetal. Ursprünglich sollte Braunshausen nur aus 6 Höfen bestanden haben. Heute leben in dem Hallenberger Ortsteil rund 350 Menschen, natur- und umweltbewusst. Mitten im Ort ragt die katholische Pfarrkirche St. Antonius im neugotischen Stil empor. Das naturintegrierte Tretbecken sowie eine Erlebnispfad sind Beispiele für die Touristenattraktionen Braunshausens. Einen fantastischen Blick haben Wanderer und Besucher von Braunshausen von der Kreuzbergkapelle. Seit 2011 gibt es in Hallenberg-Braunshausen einen Ruhewald.